Syngenta-Aktien stiegen im Hintergrund der bis heute ehrgeizigsten Überseeakquisition einer chinesischen Firma. Das 43 Milliarden US-Dollar Angebot von ChemChina für Syngenta wurde nach Monaten der Unsicherheit aufgrund der Zukunft der Schweizer Pflanzenschutzmittel- und Saatgutunternehmen endlich angenommen. Syngenta hat heute erklärt, dass die Transaktion bis Ende 2016 abgeschlossen sein wird. Michel Demaré, der Vorsitzende von Syngenta, hat die Vorteile dieser Transaktion erläutert. Die Transaktion minimiert Betriebsunterbrechungen, konzentriert sich auf dem globalen Wachstum, insbesondere auf Chinas und auf dem anderer Schwellenländer. 2015 war ein extrem schwieriges Jahr für Syngenta. Um 17% ist der Nettogewinn des Unternehmens aufgrund des Anstieges des Schweizer Frankens, niedriger Getreidepreise und allgemeiner Turbulenzen an den globalen Devisenmärkten gesunken. Was kommt auf Syngenta nach der Übernahme also zu? Das staatliche China National Chemical Corp beabsichtigt, durch Syngenta die Qualität und Quantität der Herstellung von Lebensmitteln in China zu verbessern. Der Deal hat Massenvorteile für beide Parteien und die spiegeln auch die Aktien beider Firmen wider. Der Deal hält große Chancen für Syngenta mit Zugang zum massiven chinesischen Markt und ChemChina könnte von der fortschrittlichen Saatguttechnologie von Syngenta profitieren. Nirgunan Tirulchevam aus den Regular Capital Markets sagt, eine stärkere Nachfrage nach Lebensmitteln wird die Ernährungssicherheit zu einer wichtigen politischen Gegenleistung machen, weil das in den Menschen den Wunsch nach einer besseren Lebensmittelsicherheit erwecken wird. In den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich weitere Angebote in ähnlicher Größenordnung sehen. Diese Nachricht wurde zeitgleich mit der Aussage des Präsidenten Xi Jinping veröffentlicht, der den Anstieg der landwirtschaftlichen Produktivität als eine der wichtigsten Aufgaben des Landes bezeichnet. Der Präsident hat auch das Land aufgefordert, die Entwicklung genetisch veränderter Pflanzen zu unterstützen. Syngenta ist ein weiterer wichtiger Name auf der Liste, der die Nahrungsmittelversorgung sicherstellen soll. Die interne Struktur der Syngenta soll unverändert bleiben. Präsident Michel Demaré besagt, dass das Unternehmen weiterhin in der Schweiz dessen Hauptsitz beibehalten wird, was die Attraktivität des Landes als ein Unternehmensstandort reflektiert. Seit der gestrigen Veröffentlichung dieser Nachricht sind die Syngenta-Aktien um 6,8% gestiegen. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Die nächste Ausgabe wird Ihnen meine Kollegin Doris McCauley vorstellen. Verpassen Sie diese nicht. Bis bald.